Ich meine, man kann nicht sterben, ne? Schön. Aber trotzdem hat man immer wieder erst den Weg nach oben. Ja gut, das ist nervig. Und das hat man ziemlich häufig bei Super Mario Sunshine. So, ich brauche bitte eine Litchi. Keine Banane. Keine Weintraube. Keine Ananas. Auch keine Birne. Wie kommt ihr denn jetzt auf Birne? Ich glaube, jetzt kriege ich erstmal wieder keine Früchte. Es kommen immer nur vier raus. Nee, doch, da ist eine Litchi. Gott sei Dank. Und nochmal. Nee, das wird nichts. Ich nehme den anderen Fisch. Ist er auch so hoch? Was ist denn los mit dir, Yoshi? Habt ihr das gesehen? Jedes Mal, wenn ich den Sprung mache, dass er sich dann so ein bisschen in der Luft halten soll. Der kann ja auch so ein bisschen segeln. Dann macht das nicht. Und macht das irgendwo ganz unten, strampelt er sich ab, aber fällt trotzdem runter. Das verstehe ich nicht. Soll ich es rausschneiden? Es wird ja auf Dauer doch langweilig, wenn wir immer wieder versuchen, hier Yoshi zu holen. Ich glaube, das ist eigentlich das Schlimmste, wenn man das machen muss. Nee, 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 nee. Ich will nicht von unten ranklemmen. Mario. Denn dann will ich von oben ran, aber das lässt du nicht zu. Warum nicht? Hilfe! So, jetzt gib mir gleich auf Anhieb eine Litchi. Keine Ananas. Sieht zwar so ähnlich aus, ist aber keine. Auch keine Weintraube, danke. Und wenn die jetzt alle wieder vorne liegen, weiß ich, was gleich mit der Litchi passiert. Eine Birne, ja, warum nicht? Wo bleibt die Banane? Jetzt kommt wieder nichts. Doch nicht euer Ernst. Dann habt ihr doch so viele Früchte geschmissen. Warum denn jetzt wieder so wenig? Na also, eine Litchi. Gut, letztes Mal, dass ich es mit euch versuche. Ansonsten werde ich gleich das Ganze offscreen machen. Und erst, wenn wir mit Yoshi drüben sind, schalte ich wieder ein. So, komm schon. Letzter Versuch. Oh, das sieht diesmal besser aus. Okay. Ob ich das schaffe? Nee, ich komme nicht ran an den Fisch. Es gibt aber auch keinen anderen Fisch. Geht nicht anders. Wie soll ich denn das schaffen? Ich bewege mich nochmal hin. Wir sehen uns gleich wieder.
Ja, meine Lieben, also ihr seht es gerade. Erstaunlicherweise gehen die Plattformen nach oben, wenn man einen rosa Yoshi benutzt. Das heißt, ich hätte nur die Weintrauben nutzen müssen, die vorne an der Palme hingen. Und ich glaube, es sind eher Kokosnüsse als Weintrauben. Wir haben es geschafft. Yoshi, wie kann ich absteigen? Ah, mit X. Okay. Ja, sehr nice. Hätte ich das mal eher gewusst, dann hätte ich die vorher geschluckt. Geschafft. Unglaublich. Bravissimo. Na, Gott sei Dank. Speichern und weiter. Ja, meine Lieben, so schnell kann es gehen. Wenn man denn weiß, wie es geht. Ich wusste nicht, dass verschiedene Yoshis... Ich habe das, glaube ich, als Kind immer mit der Litschi gemacht und auch so geschafft. Aber gut, okay. Ich wollte eigentlich bloß eine Weintraube essen, um dem Yoshi wieder ein bisschen Magensaft zu verleihen. Und dann hat es trotzdem geklappt. Ich freue mich. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben bis hierhin. Und vor allem auch, dass wir so viele Insignien in der Sonne schon gesammelt haben. Und jetzt ist hier oben ebenfalls... Na, komm hoch. Ein Yoshi erschienen. Tada! Hallöchen, mein Freund. So, wir könnten im Prinzip noch das ein oder andere mehr sammeln. Ich glaube, wir laufen noch ein bisschen durch die Gegend. Wir machen noch das ein oder andere, was noch dazu gehört. Vielleicht haben wir noch mal den Riesen-Blooper vor uns. Mal gucken. Oder sammle die 100 roten Münzen. Das. Wir scheinen durch zu sein. Dann ist es egal, was wir machen. Also wir werden vielleicht noch mal irgendwann die 100 Münzen sammeln. Ja, 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 ja. Rote Münzen, rote Münzen, Wasser-Rally. Wir gehen wieder raus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann können wir uns jetzt erst einmal wieder um das erste Gebiet kümmern, in dem wir eigentlich noch was machen sollten. Oder aber in das zweite Gebiet gehen. Uns fehlen natürlich noch die ein oder andere Düse, die wir nutzen könnten, um vorwärts zu kommen. Deswegen gehen wir in das dritte Gebiet. Das war, glaube ich, der Strand. Playa del Sol. Na los, Mario. Hin zum Leuchtturm. Oh, der geht's gut. Der brennt auch nicht, Gott sei Dank. So, Playa del Sol. Die nächste große Mission. Mal sehen, was jetzt auf uns zukommt. Denn wir haben Yoshi. Playa del Sol, Palmatons, Sand, Sprint. Sprinten? Das erinnert uns doch an jemanden. Koopa vielleicht? Da oben müssen wir als erstes hinkommen. Und nur wenn wir es schaffen, gewinnen wir. Und kriegen die Insignie der Sonne. Er läuft hier immer noch wild durch die Gegend. Hallöchen, mein Freund. Ich bin Palmaton und wir rennen jetzt bis zu dieser Fahne. Er gibt sich als Palmenmensch aus. Einreihen bis zur Zielflagge. Nur einer kann triumphieren. Der momentane Rekord liegt bei 35 Sekunden. Bist du bereit? Dann fertig und los! Das darf nicht passieren, Leute. Oh. Ich will nochmal von vorne. Ich darf nicht. Okay, wir müssen jetzt hier hoch. Nein, ich schaff's so nicht. Na, du Meister des Schneckentempos, ich verspotte dich. Ha! Zeig mir im nächsten Rennen, was du kannst. Ich weiß, wir sehen uns wieder. Ciao. Mama mia. Und damit verliere ich gleich? Och, seid ihr fies. Ja, ich weiß. Ein Leben weniger. Puh. Okay. Dann müssen wir es nochmal machen. Also das lasse ich nicht auf mir sitzen. Absolut nicht. Der ist jetzt zweimal gegen mich gerannt. Sonst hätte ich doch schon längst gewonnen. Und wenn der Rekord bei 35 Sekunden lag, ich habe ihn überboten. Eigentlich ist das gut. Das heißt, er hat ja jetzt einen neuen Rekord aufgestellt, oder nicht? Ja, ja, du bist Palmaton, ich weiß. Und ja, wir wollen zu dieser Fahne. Können wir das bitte überspringen? Ich will dahin. Es war so schnell wie möglich. Jo, 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 los.
Bloß noch hier jetzt versuchen, sehr schnell nach oben zu kommen. Nicht zu lange, Mario. So ist gut. Und jetzt einfach nach oben laufen. Ja, wir haben es geschafft. Erster. Na, wo bleibt denn die Schnecke, hä? Oh, wie? Du hast... Oh, du bist nicht schlecht und auch recht flink. Du hast mich ein wenig beeindruckt. Wir sehen uns wieder. Und Tschüssikowski! Natürlich, warum sollte so jemand Tschüssikowski sagen? Aber ist egal. Wir haben unsere Insignie der Sonne und darauf kommt es an. Bravissimo! Damit kommen wir zur nächsten großen Mission hier in Playa del Sol. Solar. Wir könnten im Prinzip mit Yoshi sogar versuchen, diese große Frucht, die dort oben steckt, wegzunehmen, um ein neues Gebiet freizuschalten. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile. Playa del Sol, rote Münzen im Korallenriff. Das heißt, wir müssen jetzt tauchen. Und dabei können wir auch gleich mal die blauen Münzen mitnehmen, die sich noch irgendwo im Wasser rumtummeln. Es gibt nämlich die ein oder andere, die hier einfach irgendwo rumschwimmt. Sehr interessant gemacht. Schade, dass wir die Düse dort drüben noch nicht freischalten können. Die hätte ich ja zu gerne gehabt. Das zum Beispiel. Hier wäre eine meiner Düsen versteckt. Du kannst sie noch nicht einsetzen. Da ist eine blaue Münze. Ich komme nicht hinterher. Das Gefühl, ich werde immer wieder weggeschubst. Ich glaube, ich bin hier am Rand des Spielfelds. Aber ich habe sie. Ja, da ist die einfach dorthin, wo ich gar nicht hinkomme. Das ist ja fies. Dass die das darf, wusste ich gar nicht. Da vorne ist noch eine. Was ist denn hier los? Okay, holen wir uns auch noch. Die scheint nicht mit den Fischen zu schwimmen. Die ist einfach so da. Dankeschön. Cool. Also eine blaue Münze nach der anderen holen wir uns. Das sind schon wieder drei weitere Insignien der Sonne. Hervorragend. So, jetzt müssen wir hier hoch. Wir nehmen schon mal die andere Düse, denn wir brauchen jetzt die Düse, um hier... So. Uns hin und her zu schießen. Ja, perfekt. Und die nächste blaue Münze. So schnell kann es gehen. Freut mich. Haben wir hier oben eigentlich auch noch was drauf? Auf der Palme? Ich glaube nicht, ne? Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ich sehe jetzt auch nichts, aber ich brauche auch nichts. Yoshi ist jetzt überall vorhanden, Gott sei Dank. Das heißt, den haben wir schon mal so weit freigeschaltet. Jetzt brauchen wir bloß noch die andere Düse, dann bin ich glücklich. Eigentlich noch zwei Düsen. So, dankeschön. Wieder eine weitere blaue Münze. Liegt hier noch irgendwo eine versteckt? Zumindest ist hier noch ein Fisch unterwegs. Was der will, weiß ich nicht. Aber der will mich wahrscheinlich verschlucken. Da unten ist noch eine. Ja, die holen wir uns doch noch. Meine! Ha! Jetzt kann es mich fressen. Nur ist egal. Aber er tut mir nichts. Gott sei Dank. Gut. Also eine blaue Münze nach der anderen gehört uns. Bin gespannt, wie viele es noch gibt. Da vorne ist auch noch ein Stern, aber da kommen wir jetzt noch nicht ran. Dafür brauchen wir noch Melonen. Hohoho. Was die Melonen damit zu tun haben, das werdet ihr schon herausfinden. So, da kommen wir zu einer roten Münze als Fisch. Die schwimmt hier mit, die böse die. Fast. Warum darf die durch die Steine glitschen? Wie fies ist das denn? Wo ist sie denn jetzt hin? Da. Eine haben wir. Eine von acht, wohlgemerkt. Gut, weiter geht's. Hier ist das Korallenriff. Auch hier werden wir noch rote Münzen finden.
könnte hier sein. Nichts. Keine blaue, keine rote. Aber da ist noch eine rote. Wenn man abwechselnd A und B drückt, ist man irgendwie schneller unterwegs mit Mario, habe ich das Gefühl. Das ist gut zu wissen. Habt ihr noch eine rote Münze im Gepäck? Finden wir gleich raus. Ich nehme erstmal die mit. Dann erschrecke ich die da. Komm her hier. So ist gut. Also, wir haben jetzt 6 von 8. Noch 2 Stück, dann haben wir es geschafft. Der Fisch, der geht mir ziemlich auf den Senkel. Aber gut, dass er uns nicht folgen kann hier im Korallenriff. So, hier müssen noch welche sein. Eine ist auf jeden Fall noch hier vorne. Und die letzte ist wahrscheinlich direkt auf der anderen Seite, richtig? Ja, perfekt. Wir haben sie alle. Hahaha. Gekonnt ist gekonnt. Super. Ja, bei sowas fühle ich mich sicherer, als mit Yoshi durch die Gegend zu düsen. Hätte ich vorher gewusst, dass das so einfach ist. Dass ich einfach bloß eine andere Frucht hätte essen müssen. Ehrlich, das habe ich als Kind nie gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es selber da hochgeschafft habe. Ich glaube, ich habe dann aus der Ferne irgendwann mit Yoshi mit dem Magensaft darauf gespritzt und bin dann mit Mario mit der Schießdüse nach oben, um dann den Stern zu holen. Ich glaube, so habe ich das damals gemacht. Hätte ich jetzt eigentlich auch umsetzen können, aber... Ich bin froh, diese andere Technik gefunden zu haben und da ist die nächste Düse. Das ist die Düse, mit der wir uns ganz schnell nach vorne bewegen können. Die brauche ich unbedingt, denn damit kommen wir in die Insignie der Sonne rein oder zu dieser Insignie der Sonne. Auf geht's! Wir kommen! Wir sind unterwegs! Das heißt, mit 25 Insignien der Sonnen haben wir die Möglichkeit, diese Düse zu holen. Die streiten sich hier vorne, was auch immer die für ein Problem miteinander haben. Ihr müsst euch vertragen, Jungs. Ihr müsst euch lieb haben. Sehr schön. Da ist er ja. Das war aber fies. Bei Berührung verletzt. Bleib stehen. Du Loser. Krieg dich auch so. Oder auch nicht. Weil ich einfach zu doof zum Springen bin. Und zu doof zum Sprühen. Ah, wir haben ihn. Mist, ich war kurz davor, den Turbosprint einzusetzen. Jetzt haben wir ihn. Sehr, sehr nice. Und den können wir benutzen, um an die ein oder andere Insignie der Sonne zu kommen. Das wird schön. Warum ist eigentlich das Bild so gräulich? Das kenne ich gar nicht so. Ist das auch normal? Hui. Ja, ihr seht schon, damit sind wir wesentlich schneller unterwegs und vor allem können wir jetzt auch durch gewisse Türen und sowas durch, die hier einfach so offen stehen. Tada! Stern gehört uns. Ach, Stern. Insignie der Sonne. Bravissimo! Speichern. Oh, sind wir gut. Und wir haben jetzt für immer diese Düse freigeschaltet und können auch in dem ersten Gebiet jetzt wieder etwas tun, etwas erledigen. Freue ich mich sehr. Das heißt, wir holen uns gleich mal diese Düse. Nö, wir holen die jetzt hier in diesem Gebiet. Porto d'Oro? War das der? Ach nee, das war der Hafen. Was ist das denn hier nochmal? Monte Bianco. Ich komme mit den Namen noch nicht ganz klar. Das Mysterium des Schleimsees. Natürlich müssen wir noch einmal jetzt ein Mysterium, ein Geheimnis fertig machen. Und das kriegen wir natürlich auch nur hin, wenn wir diese neue Düse benutzen. Gut, dass wir die jetzt freigeschaltet haben. Allerdings ist die Frage, wo wir sie finden werden, hier in diesem Gebiet. Wir waren ja schon mal hier, öfter hier, gerade auch am Anfang. Er gibt mir nichts, also mache ich ihn auch nicht sauber. Ist ein geiziger Bürgermeister, ehrlich. So, wir werden versuchen, oben rumzugehen. Das heißt, direkt dort, bei der Mühle entlang. Das müsste funktionieren, vielleicht kommen wir sogar rein. Na, mein Freund, Allidiot. Oh, hier ist noch eine blaue Münze. Die muss ich auch irgendwann mal holen. Ist offensichtlich nur dann da, wenn die Brücke schon repariert wurde. Und wer weiß, wenn wir diesen
komischen Fluss, diese mysteriöse Höhle, befreit haben. Ach, guck mal, da ist auch das andere Ding. Vielleicht haben wir dann die Möglichkeit,